Ich krieg nochmal 3 drauf, weil bei Arcana kriege ich doppelte Kompetenzbonus. Das ist halt hier nicht drin in dem Bogen. Das müsstest du aber eingeben können, oder? Das Oh ist moin. dieser. Du müsstest Expertise damit eingeben können in Roll20, ja. Aha. Das ist. Nee, das ist dieses Lore Master vom Lore Mastery von dieser. Ja klar, aber du müsstest ja, da kriegst du dann eine Expertise in irgendeinen Skill, oder? Und Expertise müsstest du irgendwie eintragen können. Ja, das geht, weil das geht, bei mir hat es auch funktioniert. Also Das hier müsste steht, your man. proficiency bonus is doubled for any ability checks you make that use Arcana, History, Nature or Religion skill, if you're proficient in that skill. Ja, Wer das will ist es ihm effektiv erklären? Expertise, auch wenn es nicht dort drin steht. Expertise ist genau das, du machst Proficiency und genau, du gehst in deinem Roll20-Charakterbogen, ne? Gehst unter Character Sheet, dann gehst du auf von Core, klickst du aufs Zahnrad. Dann siehst du ja Okay. deine ganzen Skills. Ne? Dann siehst du Akrobatics, Animal Handling, Arcana und. Und dann kannst du von normal auf Expertise umstellen. Und dann macht er das automatisch. Ah, ja, jetzt ist es. Sachverstand heißt es halt in der Auf deutschen. Deutsch. Ich muss kurz mal schauen. Also du weißt auf jeden Fall, dass das ein magischer Effekt ist, wodurch das passiert ist, diese Blaufärbung. Einen Moment. Ich muss bloß kurz nachschauen, was da genau passiert. Oder was da passiert ist mit ihm. Dass der blau geworden ist, was das, ob man das irgendwie, was das genau ist. Ich glaube, das war ist also ist einfach nur Transmutation. Moment. Das war ja hier, das war ja Ka nee, nicht Chaos Magie. Nee, das war, das Wie ist heißt das? Wild Magic. Wild Magic, genau. Ja, und ich Und schaue gerade diesen Table durch. genau, das war dann halt Transformation. Ja, Also also es ist durch. Opfer eines permanenten Transformations. Transmutations-Transformationszauber. Veränderung. Ja, Veränderung. Genau. Naja, es scheint so, als könnte man vielleicht diese Effekte rückgängig machen. Ja, so wurde mir gesagt, aber kostet ein bisschen. Und bis jetzt, hey, ich habe ein einmaliges Erkennungsmerkmal. Perfekt für Showbusiness. Wir haben uns einigermaßen dran gewöhnt. Ja. Ach. Ich meine, welche Gruppe kann schon von sich behaupten, dass sie Papa Schlumpf dabei haben? Außerdem, hey, immerhin blau, es passt ja zu uns Eis, passt ja zu uns Eisbrechern. Das Sag sind wohl. mal, wo kommt ihr denn her? Aus Ja, Anduras, bitte bitte sehr. sehr. Was habt ihr denn dort getan? Wir durchkreuzten der Trau ihren Plan. Narapir kann bloß vor Glück behaupten, dass sie nicht irgendwie keine Ahnung. So Also, ich sag mal so, die Flamingos heißt, sonst wäre Rosa. ich sag mal so, Chapeau, in dir ist ein ist in dir ist ein Bardenkollege verloren gegangen. Habe ich das Wir haben jetzt einen Charisma, um da rein Theme-Song. zu multiklassen? Auch nicht. Ich glaube, ich kann in fast jede Klasse kennt ich könnte ich tendenziell multiklassen. Ah, nee, Wizard kann ich nicht multiklassen. Tja. Noniert. Damit bin ich Akax, du hast einzigartig. das Zollform, das ich dich gebeten hatte? Ja, habe ich dabei. Ja, bitteschön. Erst den Doc. Dann würde ich mir das eben einmal annehmen und mein Buch aufschlagen und anfangen, Pläne zu Ah ja, genau. Die Und eigentliche Verzauberung muss dann morgen stattfinden. okay. Übermorgen wird dann halt auch der wird halt einer der Schreinermeister vorbeikommen und sich hier den Zustand der Burg mal anschauen Übermorgen. und dann einen Kostenvoranschlag machen. Aber Ja. wir haben uns dort schon mal in dem Geschäft ein wenig umges oder in dem Laden ein wenig umgesehen und von den Reihen und Sachen, die da rumsteht, ich glaube, wir haben da einen sehr fähigen Mann an der Hand. Ja, der weiß, was er tut, aber billig wird das nicht. Ich denke, es wäre gut, wenn wir
anfangen, irgendwie versuchen, mit dem Land, das zur Burg gehört, Geld zu verdienen. Das würden wir für die Instandsetzung sowieso brauchen. Fernok kann ja schauen, ob er in der Umgebung irgendwie ein bisschen jagen kann und Pferde verkaufen kann. Übrigens, stimmt, Fernok. Einen Aushang machen und die Jagd- und Holzrechte hier verpachten. Übrigens, Fernok, das fällt mir gerade noch nicht ein. Eigentlich morgen mit den anderen, wolltest du nicht, dass wir morgen mit den Soldaten da gen Norden mitziehen? Also, ich sag's mal so. Ich habe selbst überlegt, mich der Truppe anzuschließen. Ihr müsst wissen, mein Clan hat seine Clanburg in der Gegend um Ysalm. Und ich habe ein besonderes Interesse an Anderfels. Ich denke, ich würde mich gerne der Gruppe anschließen. Doch, ich muss nach meiner Familie sehen und auch wenn wir nicht unbedingt im Guten auseinandergegangen sind. Ja. Nein, wir sind nicht wirklich im Guten auseinandergegangen, aber jetzt, wenn doch der Feind vor den Toren steht, dann ist es Zeit, die alten Hände beizulegen und dass wir uns wieder versöhnen. Die Gruppe, jetzt vielleicht nicht du spezifisch, aber die Gruppe ist mit mir hier nach Hochda gekommen, nach meiner Heimat zu suchen. Hochda ist jetzt plus minus sicher. Ich wäre gewillt, mit dir mitzukommen. Wir können ja Fëanor die Burg sich um die Burg kümmern lassen. Übrigens, Fëanor. Fëanor ist tatsächlich mit Narkax und Maramros mitgegangen. Das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Okay. Als er auf dem Marktplatz kommt und ein bisschen umschaut, seht ihr schon Fëanors Ziehvater auf euch zukommen. Und er unterhält sich mit Fëanor. Ihr hört so ein bisschen von der Seite, ja, sehr viele Aufträge, braucht Hilfe. Fëanor ist jetzt zunächst eher weniger begeistert davon, aber er zieht ihn praktisch so an den langen Ohren von dann und ihr hört von Fëanor nur, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Und er ist jetzt praktisch so offline und hilft seinem Vater bei den Aufträgen, die reingekommen sind. So viel dazu, dann kann er sich nicht offline um die Burg kümmern, während wir weg sind. Ja. Immer diese Offline-Hilfen. Ja. So, was mir noch eingefallen ist, was wir versuchen könnten. Wir können, es ist leider kein so, was ich für kein Land, was sich für als Farmland eignet, richtig? Müssten ein paar Bäume wahrscheinlich. Teilweise. Ja, weil man könnte ja versuchen, das Land etwas zu bereichern, dass für Farmer das Land attraktiver wird. Naja, du kannst das Land ja erstmal an Holzfäller und Jäger verpachten. Dass sie das nutzen und die ihrem Handwerk nachgehen können. Bergbau wird hier nicht drin sein, wahrscheinlich. Aber irgendwie müssen wir anfangen mit dieser Burg oder irgendwie Geld zu verdienen, weil Wie groß ist eigentlich so schon mal Pi mal Daumen das Land, was wir jetzt zur Verfügung haben? Habt ihr gefragt? Fragen wir das nächste Mal nach. Nächstes Mal, Statthalter. Solange da, wenn da am Norden so ein Riesenproblem besteht und die immer weiter runterkommen, bringt uns die Burg so wirklich auch nichts. Und wenn man sich mal so umschaut, wird teuer, die Burg zu reparieren. Wir haben, glaube ich, nicht gar so viel Gold. Zumindest ich habe nicht gar so viel Gold und ich habe mit dem Zeug anderes vor. Genau. Ja, nee. Wollen wir die Burg vielleicht einfach mal so lassen, wie sie ist und später da zurückkommen? Ja, ich hätte zumindest irgendwie so mal, dass es ein bisschen läuft und dass man halt immer so ein bisschen so peu à peu reparieren kann. Vielleicht ein Buch oder einen Verwalter und dann, ich habe ja hier ein Konto eröffnet in Hochtal. Was wir können, und tendenziell können wir überall, wo es eine Bank gibt, das Geld einzahlen und er kann sich dann hier das Geld wiederholen. Ja, nee.
Wenn das so funktioniert. Wir sind hier nicht im digitalen Zeitalter. Bei PayPal das Geld überweisen. Ja, das mich, also es hieß, wo ich das Konto eröffnet habe, dass ich bei den ganzen Banken das Geld einzahlen kann. Hast du gefragt, bei welchen Banken alles? Ja. Oder wo diese Banken sind? Ich habe jeden Fall wahrscheinlich den... In jeder größeren Stadt. Ich werde versuchen, bei der Entsetzung von Underfels mitzuhelfen. Und anschließend dafür sorgen und anschließend nach meiner Familie bei ihr sein sehen. Bekommt ihr nicht eigentlich irgendwie von dem Landherrn oder von den Leuten, die Sicherheit wollen, so eine Art begleitet? Gebühr? Sowas wie, es gibt hier noch niemanden, der Sicherheit verlangt und wir sind die Landherren. Wohnt hier niemand. Die Burg und das Land ist leer. Dann ist das ja, aber ich meine, die sowas wie Hochtal, werden die nicht irgendwie, wollen die nicht vielleicht, dass ihr da das sichert, damit die weniger ja, vielleicht gibt es da ja eine Möglichkeit, ein bisschen. Wir haben Anspruch darauf, von ihnen Wachen zu bekommen, aber wir haben auch die Pflicht, dass wenn sie in Not sind, zu helfen. Das ist so die Ding, die wir haben. Genau, und halt Steuern müssen wir, glaube ich, zahlen nach Hochtal. Ja, aber wenn wir nichts einnehmen, gibt es auch keine Steuern, die wir zahlen könnten. Ja. Genau. So, das heißt, wir müssen das Ding hier jetzt irgendwie ins Rollen bekommen. Genau. Oder, wie gesagt. Und wir haben, anscheinend haben wir immer noch ein... Riecher, machen wir einen Intelligenz-Check. Und anscheinend haben wir ja immer noch unterhalb unserer Festung einen Dungeon, dessen Tür wir noch keinen Zugriff haben. Und da würde ich, bevor wir abmachen, würde ich zumindest mit dem Typen einmal geredet haben wollen, bevor er komplett verfault ist. Sagen wir so, es gibt immer allgemeine Abgaben. Und da ihr schon Landherren seid, habt ihr dadurch schon Wertgegenstände in der Hand. Und die müssen auch versteuert werden. Also Grundsteuer. Jo. Wie häufig ist die fällig? Weiß man das? Jährlich. Jährlich. Was haben wir gerade für Zeit? Sommer, Herbst, Winter? Das war Frühling irgendwas. Es ist äquivalent. Ah, also die Kampagne hat angefangen im Äquivalent vor April, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt seit ungefähr so Ende Mai. Ende Mai. Gut. Ja, das heißt, erst gegen Ende des Jahres sind dann Steuern fällig. Ihr wisst halt nicht, wann das Fiskaljahr dieser Stadt endet. Mhm. Genau, gut. Das müssen wir also morgen in Erfahrung bringen. Mit dem Toten reden, wissen, wann Steuern fällig sind. Ja, Problem ist, wenn der Typ da am übermorgen vorbeikommt und wir morgen Abend mit dem Ritual mitgehen. Ja, genau, ist keiner da. Muss man halt absagen. Oder hoffen, dass man bis dahin irgendwen gefunden hat, der uns dann irgendwie irgendwas mitteilen kann. Mhm. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Also müssen wir morgen nochmal bei der Zentralverwaltung anfragen oder bei der. Und in diesen Dungeon kommt ihr nicht rein, weil euch das Passwort von diesem Toten fehlt? Genau. Aber genau. Wenn wir nicht reinkommen, kommt ja auch nichts raus, in der Theorie. Ja. Ist das irgendwie magisch verschlossen? Oder? Ja, komm mal mit, ich zeig dir das einfach mal kurz. Ich führe ihn in die Haupthalle mit dem Greifen und führe ihm den Greifen einmal vor. Also ich habe meine Meinung kundgetan, ich habe einen Zauber zu planen. Eine Verzauberung zu planen. Ja. Ich habe meinen Plan für morgen auch schon erledigt. Ich baue mal mein Zelt in der Schmiede auf. Da ist schön warm. Richard stört es aber irgendwie so null. Wie groß ist ungefähr der Innenhof? Schauen wir mal. Wie groß wird der Innenhof sein? Also mit oder ohne Gebäude? Ohne Gebäude.
Oder warte, die Gebäude gehen in den Innenhof rein, gell? Die Gebäude stehen im Innenhof. Ja, dann mit. Dann mit Gebäude. Ach, die mit denen ist scheiß Fuß. Also 20 Fuß. Fuß passt schon. 20 Fuß breit. Bisschen mehr als 20 Fuß breit. Und 10, 40. Und ein bisschen über 50 Fuß lang. Gut, das passt. Dann tue ich mal als Ritual Casting hier mal Leomans Tiny Hut machen. Dann haben wir immerhin eine etwas nicht ganz so verramschte Schlafmöglichkeit. Okay. Also vor dir erscheint eine. Ein Dom. Ja, er beschreib's mal, was erscheint da? Genau. Narapio geht mal auf den Innenhof, packt seine Flöte aus und fängt an zu spielen. Und durch sein wunderschönes Flötenlied öffnet sich so ungefähr in der Mitte des Platzes, des Vorplatzes, so eine Art Kuppel. Genau. Ein Schlumpfhaus. Genau. Eine Hobbithöhle. Na, genau. Also für Hobbit bist du mittlerweile zu kurz. Ja, genau. Also, Leute, da drin haben wir zumindest, warte, eine angenehme, komfortable Atmosphäre. Okay. Von außen grünlich undurchsichtig, von innen, also da kann man einfach durchlaufen und wenn man drin ist, ist es nach außen hin transparent. Okay. Ich weiß gar nicht, ich hätte ja dann morgen nichts mehr großer. Die Frage ist, vielleicht hätten wir es hingekriegt, dass der Typ halt morgen schon kommt, aber das ist jetzt doch zu kurzfristig. Ja, das ist morgen Abend dann da sein in der Stadt. Ja. Ja, und wir müssen, ich werde dann auf jeden Fall nochmal die Behörde aufsuchen. Wir gucken uns das mal an, wie das hier läuft mit den, ob wir irgendwie anfangen können, mit dem Land Geld zu verdienen für die Burg. Okay, wenn du morgen zur Behörde gehst, bring dann auch in Erfahrung bezüglich Steuerabgaben. Wann, wie viel? Und eine Karte der Umgebung, bitte. Mit den Ländereien, die dazugehören. Ja. Dann gucke ich mal, dass ich irgendwie überhaupt mal vorbeigehe. Ich mache dann einfach mal meine lange Rast. Okay. Ja, das machen wir genau. Dann alle, oder? Wir machen alle eine lange Rast. Alles klar. Ihr bekommt alle jetzt eine schöne lange Rast und wir sind am nächsten Morgen alle frisch und munter. Fühlt euch erholt. Spellslots sind auch alle wieder da. Fühlt euch gut. Jo. Ich setze mich dran, die Rüstung zu verzaubern. Alles klar. Genau, ich hole mir einen Fellball. Ich muss erst die Tabelle wieder aufmachen. Den Weg Richtung Stadt wieder mit. Ja, okay. Ich mache mich auf den Weg in den Stadt, aber ich will gucken, ob ich vielleicht ein Reittier bekomme. Okay. Richard, du gibst mir bitte mal wieder deine drei Würfe. Wenn es mal gerade was ums Verzaubern geht. Richtig. Kann mir Scrooge bei Arcana wenigstens helfen? Keine Ahnung vom magischen Zeug. Kann er tatsächlich. Ich meine, er ist ja so ein bisschen so historisch und magisch bewandert, zumindest vom Wissen, ja. Na, das wollte ich nicht. Ich habe eine Idee. Ich benutze den morgen, bevor ich aufbreche, um ein bisschen zu meditieren und zu beten. Ich will meinen Spells wieder austauschen. Was mich auf eine Idee gebracht, Narapir. Ich tausche Zone of Truth gegen Fine Steed. Ah, die Zone of Truth wäre eigentlich ganz geil gewesen, weil damit könnten wir diesen den Typen zum Wahrheit reden. Nein, weil es eine Kreatur sein muss. Oh. Es muss eine Kreatur. Stimmt, die zählen als Undead. Ja, stimmt. Undead werden auch Kreaturen, aber es ist halt einfach ein animierter Schädel. Richtig. Ist keine richtige Kreatur dann. Also ich habe eine 25, eine 19 und eine 25. Der Vater hat dir sehr gut geholfen. Also du machst dir ans Werk. Wenn man jetzt so die beiden Zehen am Anfang und am Ende jetzt berücksichtigen würde, du hast am Anfang und gegen Ende der Arbeit so ein bisschen Probleme, die Magie so einzuwirken in diese Rüstung, weil du halt relativ wenig Items dieser Art hergestellt hast.
Und jedes Mal, wenn du denkst, irgendwie hakt's, weißt du, so flumpt dich so auf verschiedene Strähnen der Magie hin, die du reinarbeitest in diese Rüstung, wo ein kleiner Fehler drin ist oder eine kleine Unebenheit im magischen Netz. Und mit seiner Hilfe und seinen Tipps kannst du die Rüstung tatsächlich in kürzerer Zeit herstellen, als du gedacht hättest. Also du hast so ungefähr mit 4 Stunden oder so geplant. Du schaffst tatsächlich auf 3,5 Stunden. Dann bin ich also noch gut im Vormittag. Du bist jetzt bis ungefähr 10:30, würde ich sagen. Ja, wenn du um 8 angefangen hast, würde ich sagen. 7. Wahrscheinlich schon. Ja gut, 9:30 dann. Rapier, was hast du denn schönes gewürfelt? Das erste war ein Dachs und das zweite ist ein großer Dachs. Duration ist Blödsinn. Ja, und der größere Dachs ist etwas, der ist schneller als ich, deswegen benutze ich den zum Reiten. Alles klar, also du siehst ein Dachs, auf diesem Dachs sitzt der kleine Dachs und auf dem kleinen Dachs sitzt Narapir. Ja. Nee, der kleine Dachs ist zu klein, weil der kleine Dachs ist nicht nur tiny. Ja gut, der kleine Dachs auf dir. Richtig. Ja, genau, die Hochtaler Stadtmusikanten. Nee, also den kleinen Dachs, den tue ich wieder dismissen. Richard, dann beschreib mal kurz, wie deine Rüstung, die du gebastelt hast. Beschreibe ich, wenn Narkax wieder zurück ist. Okay. Narkax nimmt seinen großen Kriegshammer, hängt einmal kurz seinen Holy Symbol ab und klopft einmal drauf. Es gibt einen übernatürlich hell klingenden Ton, und dann gibt es ein lautes Krachen und aus dem Wald läuft ein Kriegspferd auf ihn zu. Das Krachen wie ein Donner. Und du hörst dann das Donnern von Hufen aus dem Wald heraus. Ja, erstmal donnert es wie bei Gewitter, als wäre irgendwann Blitz eingeschlagen. Ja, und anschließend kommt dann das Pferd. Ja. So, dann machen wir das jetzt zu Pferde. Wie sieht das Pferd aus? Es ist ein schwarzes Pferd. Natürlich ist es groß. Etwas größer als halt sein normales, als so ein handelsübliches Pferd. Etwas größer, etwas kräftiger. Es hat Narkax gelbe Augen. Und ja. Alles klar. Also Narkax und Narapir reiten auf ihren edlen Narkax reitet auf seinem edlen Ross und Narapir auf einem riesen Dachs. Auf einem edlen Dachs, genau. Ein mächtiges, edles Tier. Hätten wir eigentlich noch so von den Ivory Goats was mitnehmen können, dann auch mitreisen. Machen wir was? Warte. Komm, vielleicht, wenn es ja funktioniert, wir machen mal Versuch 3 für Maramros. Ja, eigentlich, aber ich habe halt in der Stadt erstmal nichts mehr zu tun. Du kannst doch bei mir auch raus eigentlich. Eule? Nein, eine Eule. Reit auf einer Eule mit. Diese Eule hast du mittlerweile, glaube ich, zum 4. Mal. Ja. Ich habe die fast jedes Mal. Man muss sich das jetzt immer so vorstellen. Narapir reitet auf einem riesigen Dachs. Um sein Hals rumgeschlungen ist ein weiterer Dachs und auf seinem Kopf oben sitzt eine Eule. Schultern. Klingt wie eine Zoohandlung. Also wenn der durch das Tor verhaftet wird, dann weiß ich es auch nicht. Illegaler Tierhandel. Ja, der kleine Dachs kann wieder verpuffen und die Eule kann einfach hin und her fliegen und Ausschau halten nach Viechgedöns. Und damit werden die ganzen Ladungen dieses Beutels für den heutigen Tage verbraucht. Ich glaube, es gibt mehrere gelohnt. Tage. Oder füllst du das immer alle? Das füllt sich komplett auf. Okay. Oh Mann, ey. Sachen machen, kann ich noch ganz kurz eine Kleinigkeit dann anmerken, was ich noch vorhätte, nachdem ich mit der Rüstung fertig bin. Und zwar würde ich dann gerne das Fell des Nachtgarns nehmen, da ich nicht sehe, dass wir jemals die Zeit finden werden, dass ich das komplett gerbe. Nämlich das, ein bisschen was von den Lederrüstungen der Banditen, die noch so über sind. Nimm 200 von meinem Gold, erschaffe ein bisschen Material zum Verzaubern des Nachtgarns und des Leders und möchte daraus den Mantel machen, von dem ich dir mal vor halben Ewigkeit angeschrieben habe.
Ich weiß nicht, Cloak of Protection wäre das gewesen. Der Nachtgamspelz, der glaube ich, ist aber eine lange Zeit jetzt nur im Bag of Holding gewesen. Holding, ne? Er war in meiner Kühltasche. War der nicht kurzzeitig mal im Bag of Holding, ne? Der war am Anfang, aber dann haben wir ja, halt die aber dann Kühltasche den erstellt Bag of Holding, dann schnell da rein. Okay, alles klar, dann würfel mal bitte dreimal, ob du es hinkriegst. Crafting. Erstmal das Crafting oder erst das Verzaubern oder direkt das Verzaubern? Oder ein Mix? Machen wir mal einen Mix. Also erst einmal einen normalen Intelligenzwurf, wie dieser Plan, den du mit diesem Pelz hast, wie du das skizzierst und ausplanst. Dann einmal ein mit deinen Crafting Materials und einmal mit Arcana für das Verzaubern. Okay, kann mir bei Intelligenz entweder Elred oder Frumpf wieder helfen? Die haben keine Ahnung für Item-Ding. Dann mache ich das und hoffe aufs Beste. Würde also. Für eine 10. Also die Überlegung, die du hast, du machst mehrere Skizzen, aber irgendwie fehlt dir heute die Muse dazu, dass du diesen Cloak ausplanst. Den Rest kann ich mir dann sparen? Den kannst du dann sparen, ja. Du hast schon so deine ganze Muse aufgebraucht für die Rüstung. Aber ich pack dir trotzdem mal den Cloak of Protection in die Item-Ding rein, wenn du den später mal machst. Dann kannst du so einen Server machen. Mach den Vormittag dann über eine Pause und versuch's am Nachmittag nochmal. Kurze Frage, was macht nochmal dieses Amulett auf Lesser Adaptment? Steht dabei. Also ich würde mal sagen, dass du versuchen, ein Item herzustellen, einmal pro Tag. Da steht eben nicht dabei. Ihr wollt also heute am Abend wolltet ihr noch wo wegreiten. Ah, das wird sich sehen, was die dann in der Stadt erledigen. Okay, ja, falls es so ist, bräuchte ich ein Reittier. Wir reiten, also ich habe auch kein Reittier, wir reiten ja nirgendwo hin, wir sind jetzt nur in die Stadt damit. Achso. Also Narkax und Narapir sind auf jeden Fall in die Stadt, Marambros weiß ich gerade nicht, ihr bist auch mit, ne? Ich habe ja eigentlich nichts mehr zu tun in der Stadt, großartig. Okay, also Narkax und Narapir, genau. Jetzt geht's zu euch. Marambros, vielleicht für dich, so ein eine Stunde ungefähr, nachdem Narkax und Narapir weg sind. Narkax und Narapir, ihr seht auf dem Weg in die Stadt auch besagten Zwergenzimmermann Richtung Burg gehen, beziehungsweise mit einem Wagen reisen, der gefüllt ist mit allmöglichen Vermessungsgeräten und Gerätschaften, die euch völlig unbekannt und fremdartig erscheinen. Ich grüße ihn im Vorbeireiten. Wie ist der jetzt eigentlich? Bitte? Jetzt Zimmermann, wie ist der? Ich hab den nie nach seinem Namen gefragt. Doch, der wurde uns doch von dem von Thorgrim Gold. Ach so, Entschuldigung, so rum. Ihr fragt Sachen. Der hier. Dollar Name. Ist in dem ja noch ein Namen? Erich Hammerhand. Erich Hammerhand. Irgendwie ein Pornostar. Ich möchte nur anmerken, nee. Gerade ist an ihm auf einem riesen Dachs ein blauer Schlumpf beigeritten. Ja, also er reibt so ein bisschen verwundert die Augen. Er schaut so seine... Ja, angenehm. Ich wollte jetzt gerade zu euch kommen. Ich wollte gerade zu euch kommen, aber soll ich dann wieder zurück, wenn ihr... Nein, das sind... die Burg ist noch bewohnt, da sind noch Leute. Ihr könnt... Alles klar, an wen soll ich mich dann wenden? Ihr redet am besten entweder mit Richard oder mit Marambros. Wer von den beiden hat... Wer wäre das? Mit Marambros. Richard wird beschäftigt sein in der Schmiede. War Marambros dieser Halbling? Genau, Marambros war der Halbling. Alles klar. Rassistisch. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Also Marambros, gutes Gelingen. Also Marambros, nach einer Stunde kommt dieser
Zwergenzimmermann vorbei, den du gestern kennengelernt hast. Und ja. Ich würde alles klar, wo soll ich denn anfangen? Ich würde in der Zeit mit machen, muss so ein bisschen reden, so zeig mir doch die Burg. Genau, ja, ich führe ihn dann so ein bisschen rum und erkläre und erzähle auch noch so ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben und so weiter und so fort. Alles klar. Also du sprichst da mit dem zwergischen Zimmermann. Ja, wo soll ich denn anfangen als erstes? Was muss alles gemacht werden? Ja, ich kann sie ja mal kurz hier, oder kann euch ja mal kurz rumführen und ich denke mal, dass wir vielleicht als erstes mal die Tore ein wenig absichern, dass die Burg auf jeden Fall mal sicher ist und dann, wie gesagt, hier müssten noch ein bisschen das Dach nochmal ausgebessert werden, eventuell hier die Türen sind auch nicht mehr so fein, also da, das fallen ja schon fast auseinander, wenn man dagegen sich dagegen lehnt, also das müsste auch nochmal gemacht werden. Ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht fällt euch ja noch irgendwas auf. Da wahrscheinlich doch die ja, etwas geschulteren Augen. Ja. Bestimmt. Also im Laufe des Vormittags gehst du mit Erich Hammand die Burg ab. Und ja, die ganzen kleinen Problemchen, die da vorhanden sind. Er schlägt auch vor, dass die Einrichtung des Hauptsaals, also die Tische und Bänke neu gemacht werden, weil das auch ziemlich vermodert und verkommen ist. Und er vermisst alles, nimmt Maß und so, ja. Also für dich, kurz nach Mittag ist er dann fertig und gut, ich werde jetzt daheim alles ausrechnen und werde im Laufe der nächsten Tage einen Kostenvoranschlag vorbeibringen. Ja, sehr gut. Also es ist auch gut, dass ihr heute tatsächlich noch kommen konntet, weil wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir die Garnison mit nach Norden begleiten und sie dort ein bisschen zu unterstützen. Das heißt, wahrscheinlich ist die nächste Zeit dann auch niemand, ist es sinnvoll, dem zu sagen, dass niemand in der Burg ist. Ja, ich glaube, der wird ja nichts. Ja, wird ein paar Weiter oder sowas wird dann da sein vielleicht. Wenn er ein paar Weiter bestellen, der wird sich an euch wenden. Genau. Ich hoffe dann doch, dass damit die Bezahlung nicht irgendwie vermauschelt wird. Nein, nein. Er schaut dich ein bisschen suspekt an. Keine Sorge, es war nur das hat sich jetzt spontan noch ergeben und wir dachten, vielleicht nicht verkehrt, dass wir die Stadt noch ein wenig unterstützen. Nach möglichem Ermessen. Also er macht sich dann noch ein paar Notizen in sein Buch. Und verabschiedet sich dann und reist wieder Richtung Stadt. So, dann Nakax und Narapir. Ihr kommt an der Stadt an, ungefähr um Mittagszeit. Was? Wir haben Touristen für den Weg. Wir haben einen halben Tag gebraucht. Nee, warte mal. Ihr seid beritten und seid. Ah, stimmt. Wie viel habt ihr immer gebraucht zu Fuß? Ich glaube, das waren schon immer so drei. Zu Fuß waren das nämlich schon so 3-4 Stunden. Ich habe vergessen, dass ihr beritten wird. Ja. Also kommt drauf an, wie schnell wird ihr retten. Man kann beritten man kann schnell eine Stunde lang reiten. Dabei kann man die Reisegeschwindigkeit verdoppeln. Das sind die Regeln. Eben, deswegen frage ich. Man kann halt nur eine Stunde lang schnell reiten. Ansonsten ist die Reisegeschwindigkeit identisch. Die Reisegeschwindigkeit zum Pferd ist genauso schnell wie zu Fuß? Über längere Distanzen, über mehr als eine Stunde hinweg. Genau. Okay. Ja, ich denke, aber wir haben schon etwas. Es gibt viel zu tun. Okay, also ihr schafft den Weg statt 4 Stunden in, sagen wir mal, 2,5. Ja. Okay. Genau, das Ritual war heute Abend, richtig? Yep. Ja. Gut. Dann machen wir das mal so. Du gehst mal zur Stadtverwaltung, guckst nach Karte und Steuer. Ich höre dich nicht. Also ich höre ihn schon. Ist das nur bei mir, dass der Ton dann dauert? Ich glaube schon. Also ich dachte gerade, dass ich gemutet werde. Dann habe ich mich gemutet gehabt, weil ich dachte, ich hätte mich entmutet. Dann hat Steve gesagt, Creed gesagt, ich hätte das hier Ding, dass ich am Reden bin. Ja, habe ich also auch verstanden. Narkax, hörst du mich wieder? Nakax, hörst du ihn? Hört dich nicht. Nakax? Okay, hörst du mich? Jetzt hört man ihn auch nicht mehr. Ja, wir hören nicht mehr. Ich glaube, bei ihm macht jetzt gerade so ein bisschen Internet oder Discord. Ja, jetzt höre ich ihn wieder. Weiter.
Ja. Hallo? Also wen hörst du jetzt alles? Na, Gox. Ich hab gerade nur dich gehört, Steve. Test? Hörst du mich jetzt? Ja, jetzt höre ich dich auch. Ja, okay. Eins, zwei. Genau. Mein Vorschlag wäre, dass du jetzt zum Bürgeramt gehst und guckst bezüglich Ländereien, Karte und abzugebenden Steuern und wann die Steuern fällig sind. Ich gehe mal geschwind erst beim Hauptmann vorbei und dann gucken wir nochmal, ob wir irgendwo einen Verwalter vielleicht auftreiben. Das habt ihr gefragt. Ah, das habt ihr schon gefragt. Das war mir noch unbekannt. Verwalter ist leider nicht. Im Moment jedenfalls. Ja, vielleicht könnten wir ja Jupp mal anhauen, ob der sich vielleicht ein paar Tage drum kümmern könnte, bis wir wieder da sind. Ich glaube, wir werden länger als ein paar Tage weg sein. Mhm. Wie dem auch sei. Gut, dann gehe ich mal zum Bürgeramt und dann fangen wir mit der Karte direkt an. Genau, dann treffen wir uns danach dann im Wirtshaus zum Mittagessen. Ja, gute Idee. Alles klar, also du kommst ins Bürgeramt. Letztes Mal seid ihr direkt dran gekommen, diesmal scheint ein bisschen mehr los zu sein. Du wartest ungefähr eine gute Stunde, bis du dann endlich drankommst. Und betrittst wieder den Raum des Herrn, bei dem ihr letztes Mal wart. Ah, du klopfst dann, denke ich mal. Natürlich. Herein. Ich rein. Ja, guten Tag. Ah, guten Tag. Was kann ich tun? Ich bin Narkax, ich gehöre mal zu den... Ja, wir kennen uns bereits. Ja, gut. Dann habt ihr vielleicht eine... Oder andersrum. In dem Dispens stand ja, dass zur Burg selbst noch Ländereien gehören. Habt ihr eine Karte davon? Natürlich. Und er schaut ein bisschen in den Schränken nach und zieht dann eine etwas vergilbte Karte raus, die Hochtal plus Umgebung zeigt. So, hier müssen Sie alles finden, was Sie bräuchten. Mhm. Und reicht dir die Karte. Bitte nicht mitnehmen, aber Sie dürfen sie kopieren, wenn Sie Stift und Papier dabei haben, aber ja, das habe bitte ich. Da lassen. Dann würde ich mir die Karte kopieren wollen. Dann habe ich noch eine Frage. Ebenfalls stand drin, dass da Steuern fällig sind. Ja. Die sind wann fällig? Diese Steuern sind innerhalb fällig Anfang Winter. Also jetzt mal kurz rechnen. In diesem Fall immer am, was heute jetzt gesagt hat, 1.11. Wir haben jetzt? Ende Mai. Ende Mai, also Ende 5. Ende 5, 1.11. ist es dann fällig. Halbes Jahr haben wir noch Zeit, bis Steuern fertig werden. Fällig werden. Wie hoch sind die Steuern? Wonach werden die berechnet? Die werden berechnet über Landbesitz, allgemeine Einkünfte, spezielle Einkünfte, Zehnt, etc. Ja, das heißt, wenn wir die Burg wahrscheinlich erstmal noch in Betrieb nehmen müssen, da sind ja umfangreiche Reparaturen und Renovierungsarbeiten fällig. Naja, werden wir sehen. Auf die Mehrwertsteuer ausfallen. Bitte? Auf die Mehrwertsteuer ausfallen. Das lässt sich doch sicherlich von der Steuer absetzen. Das hat es nicht. Genau. Ich sehe schon, wir kommen jetzt von D&D weg und spielen Bürokratie-Simulator. Du kannst auch einfach sagen, ihr kriegt einen Verwalter und der kümmert sich um das alles. Das ist die andere Möglichkeit. Okay, was, ja, gut. Würfel nicht hergeben an Verwalter, das gibt's nicht. Dann gucken wir mal. Gut, vielen Dank. Ich schätze mal, Pachtrechte müssten wir uns einfach darum kümmern, dass wir die Ländereien entsprechend verpachtet kriegen. Wir haben ja die vollen Nutzungsrechte, ne? Für Wild, für Holz, für... Ich guck grad mal auf die Karte, ob da irgendwas so nach Farmland aussieht. Ja, so ein bisschen die Karte wahrscheinlich. Also lesen. Du hast die Festung an sich plus circa 2 Kilometer außenrum. 2 Kilometer außenrum, was ist da so? Wald. Das ist Wald, also vor allem Wald und ein Weg. Um Holz und Jagdrechte dann. Ja. Und sie müssten sobald
entsprechendes Gebiet verpachtet oder zur Jagd freigegeben wurde, eine Kopie des Vertrages hierher bringen. Mhm. Ja. Wer ist sonst noch irgendwas? Nein, das ist okay. Nein, das war alles. Vielen Dank. Gut. Auf Wiedersehen. Der Nächste. Auf Wiedersehen. Alles klar. Willst du sonst noch was machen oder triffst du dich dann mit einer Rapier im Wirtshaus? Nackax? Ja, ich habe tatsächlich noch eine Sache. Und zwar würde ich noch mal beim Hauptmann vorsprechen wollen. Okay. Und zwar geht es darum. Also, hallo erstmal, ne? Wenn ich den finde. Ja, ich kürze es diesmal ab, weil du fragst halt ein bisschen rum und findest den dann in der Kaserne. Ja. Ich müsste euch darum bitten, ich würde mich gerne den Truppen, die heute Abend Hochtal verlassen, anschließen. Also ihr wird höllisch. Ich habe Verwandtschaft und Familie im Norden und auch wenn wir nicht im Guten auseinandergegangen sind, in Anbetracht der drohenden Gefahr, sehe ich es als meine Pflicht, Ihnen persönlich zu Hilfe zu kommen. Ja, ich verstehe. Ja, ich denke, das lässt sich einrichten. Gut. Und dann gibt es noch etwas. Eventuell werden sich da nicht wenige meiner Gefährten anschließen. Wahrscheinlich sogar alle. Könntet ihr einige eurer Leute als Übergangsgarnison für die Teufelsfeste abstellen? Also, wir haben selbst auch keine eigene Garnison rekrutiert und, oder Pachtverträge ausgehandelt. Das Dafür hatten wir in Anbetracht der Kürze noch nicht die Zeit. Ich werde sehen, was sich tun lassen kann, aber versprechen kann ich nichts. Es ist gerade alles ein bisschen stressig. Das glaube ich euch. Gut, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles klar. Dann, I think it's my turn. Ja. Ja, bitte. Genau, nachdem ich mich zu Beginn von Narcos getrennt habe, bin ich auch einmal zum Hauptmann gedackelt. Ja. Also, du findest ihn auch in der Kaserne? Genau, guten Morgen. Ich trete einmal ein. Vor ein paar Tagen, wenn ich mich richtig entsinne, wurde doch einer dieser Magier hier, Zacharias heißt er, glaube ich, doch hier gehängt, wenn ich es richtig weiß. Das stimmt doch. Er wurde geköpft. Ah, geköpft. Wir hätten da ein kleines Problem und müssten vielleicht mal an den Kopf heran. Oder an die sterblichen Überreste vorzugsweise oder eher genau an seinen Kopf heran. Wäre das möglich? Also, als du das von dir gibst, merkst du, dass sich seine Miene ziemlich verfinstert. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht vorgeschlagen, die Totenruhe zu stören. Jein. In dem Sinne nicht die Totenruhe. Also die Seele ist völlig in Frieden. Es geht nur um einen... Er hebt die Hand. Solltet ihr diesen Gedanken weiterführen wollen, dann seid versichert, dass jede Art der Störung der Totenruhe ein Affront gegen das höchste Recht überhaupt ist und mit Titelentzug geahndet werden kann. Ah. Hey, damit wäre ja das Problem um den Verwalter gelöst. Ja, das ist ja nicht die Totenruhe. Die Seele, also die Seele ist ja damit völlig umgedreht. Die Seele ist weiterhin im Jenseits. Es ist nur ein Animationsgeist. Weil wir haben dann so ein gewisses Problem, dass von dem Herrn Zacharias eine Konstruktion bei uns im Wohnzimmer hockt. Er schaut dir an. Und?
die müsste da, die gehorcht uns nicht so ganz. Die möchte gern das Passwort. Passwort für was? Dass sie sich bewegt oder hilft oder die Tür zumacht oder die Tür aufmacht. Und warum braucht ihr dann Zugriff auf die Leiche? Weil das Passwort nur Zacharias kennt. Und was wollt ihr mit der Leiche machen? Nur ein nettes Gespräch führen. Also lasst mich mal rekapitulieren, nur damit ich euch richtig verstanden habe. Ihr wollt die Totenruhe stören. Nein, ich möchte die Totenruhe nicht stören. An einer Leiche anwenden, um ein Passwort herauszufinden, um eine Statue zu animieren, bewegen. Naja, nee, die Statue bewegt sich schon, animiert sich schon, die redet auch. Ich würde vorschlagen, dass ihr sofort dieses Gebäude verlasst und mir in den nächsten Tagen nicht mehr unter die Augen kommt. Mhm. Aber ich die Seele ruht ja weiter. Ich durfte nicht mal würfeln, das ist eine Frechheit. Man kann nicht alles mit Würfeln lösen. Bei manchen Dingen braucht man auch eine Axt. Dann gehe ich mal zur Bibliothek und hole mir einen Zettel zwischen dem Unterschied zwischen der Seele und einem Animationsgeist. Der lässt mich nicht mehr. Ja. Ich gehe dann auch nicht, ich geh nicht zum Hauptmann. Ich gehe nur in die Bibliothek und hole mir eine Bestätigung, einen Zettel. Dann geh in die Bibliothek und geben wir mal ein Investigation. Natürlich. Investigation hättest du gern? Jo. Oh. 21. Moment. Moment. Ah, bollocks. Geht das? Nein, geht nicht. Also ich hätte es auch laut gesagt, aber ich... du findest tatsächlich eine philosophische Abhandlung darum, ob jetzt die Seele von Kreaturen ins Jenseits gelangt oder sich auflöst oder ja, was dann beispielsweise bei Nekromantie passiert. Ja, eine Abhandlung davon. Gut. Weil ich hätte nämlich gerne den Unterschied zwischen der Seele und dem Animationsgeist, weil hier steht im Extra drin: The spell doesn't return the creature's soul. So it's probably only its animating spirit. Also das heißt, es sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Also Animating Spirit, sagen wir mal so, wenn ein Animating Spirit in eine Leiche fährt, dann muss das nicht unbedingt die Seele dieser Person sein, sondern kann eine Energie sein, die den Körper belebt, aber ohne die Personalität. Der Kreatur. Genau, und darüber hätte ich gerne einen halbwegs wissenschaftlichen Beleg. Wie gesagt, das ist eine Philosophie. Mhm. Gut. Wie komme ich da jetzt ran? Ich gehe als nächstes zum Priester. Okay, alles klar. Wo genau willst du hingehen? Tempel von Moradin? Nee, mach mal kurz die Stadtkarte bitte auf. Moment. Diese Leute, die da so für Beerdigung und solche Sachen zuständig sind. Ach, hier sind doch vier direkt am Friedhof. Ja. Das sind Schreine, keine Tempel. Leute, die für Beerdigung zuständig sind, das seid eigentlich ihr. Halt, falsche Ding. Da. Die Stadt ist halt auch nur eine Kneipe. So, bitte sehr.
Genau, gibt es da irgendwelche, gibt es hier, Silberhand, Anwesen von Trostes, Morat in Taverne, Morat in Platz, Stadtwache, Universitätsgelände, Rathaus. Also mal so, am Moradin Platz ist natürlich auch eine Tempel für Moradin geweiht. Genau. Ja, aber Moradin ist ja nicht der Totengott bei denen, oder? Nö. Zwergen genau. Und Schmiedegott. Mhm. Dann gehe ich erstmal zu denen und frage da nach einer Anweisung zu den Leuten, die hier Totenbestattung machen. Okay. Man muss sich nur noch einen Weg fragen. Okay. Vater. Alles klar. Du jemanden bestatten. Okay. Also du stehst jetzt vor einem. Sagen wir mal so, du gehst jetzt in den Tempel rein. Was möchtest du tun? Du siehst da ein paar Priester rumlaufen. Genau. Ein paar Kleriker. Ich gehe mal zu einem Priester. Guten Tag, Vater, heiliger Vater. Ich habe eine Frage. Es geht um Totenbestattung. Wenn es jemand an Totenbestattung geht, an wen müsste ich mich denn da wenden? Wer wäre denn dafür zuständig? An einen Totengräber. Ja, aber ich meine eben auch im Sinne von Leichenpräparation und so. Der Totengräber. Aha. Und wo finde ich einen, den Totengräber? Beim Friedhof. Gut. Vielen Dank. Amen. Und tschüss. Dann gehe ich zum Friedhof. Okay, alles klar. Du gehst zum Friedhof. Du siehst ein, ich glaube, den Friedhof haben wir außerhalb der Stadt platziert, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ich muss mal kurz schauen. Oder? War zwischen Feste ja, und richtig. Stadt. Ja, tatsächlich. Du machst dich auf den Weg zum Friedhof, verlässt die Stadt. Wie weit ist der Friedhof von der Stadt weg? Zwischen der Feste und der Stadt. Also gar wirklich, also nicht mal so nah an der Stadt, nur nah außerhalb, sondern weit außerhalb. Mhm. Okay, dann gehe ich nicht zum Friedhof, dann gehe ich zurück, dann gehe ich in die Taverne und warte auf Narkax. Alles klar, gut. Also Narkax, nachdem du deinen Ausflug zum Bürgeramt erledigt hast, triffst dich mit Narapier in der Taverne. Na, das klingt ja noch nicht so viel sehr erfolgversprechend. Hast du dir deinen Plan nochmal überlegt? Ja, also heute waren mir die wunderbaren Zeilen nicht wohlwollend entgegen. Ja. Ich habe wohl nicht die passenden Worte getroffen. Ich würde ja jetzt sagen, ich hab's dir ja gesagt. Nee, ich mal auf dem Rückweg noch. Ich wollte jetzt nicht alleine auf mich warten lassen. Ich muss auf dem Rückweg nochmal vorbei, aber das kann ich dann auch alleine machen. Wobei, heute Abend ist das Ritual. Ja, das heißt, ich werde jetzt nochmal zur Burg zurückreiten und dann die anderen mitnehmen oder abholen. Mhm. Ja. Okay, du reitest nochmal zur Burg? Ja, soll ich irgendwas mitnehmen? Nö, ich komme da hinterher. Ich muss vorher nochmal beim Marktplatz vorbei. Ich brauche nämlich noch einen Component Pouch brauche ich noch. Okay. Oder gibt's Foki auch als Ringe zum Tragen? Ein Fokus kann alles Mögliche sein. Zauberstaub. Ja, aber dann würde ich vielleicht nach einem Warlock-Fokus in Form eines Ringes gucken. Okay. Ja, würde ich sagen, gelingt einfach. Das passt schon. Gut, dann kaufe ich mir jetzt noch einen arkanen Warlock-Fokus. Oder habe ich den schon gekauft? Nee, haben wir nicht gekauft. Okay. Wir enden aber auch langsam, ne? Wir kommen auch langsam aufs Ende zu. Ja. Ja, genau. Dann würde ich fast sagen, dann machen wir heute Schluss. Oder habt ihr nur Zeit? Ein bisschen schon, aber ich glaube, es ist ja ein ganz guter Punkt, dass wir jetzt vor dem Ritual, ja, können wir, glaube ich, ganz guten Cut setzen. Genau. Wäre vielleicht nicht schlecht. Gut, dann genau. Machen wir das mit Identify von Richard auf die Statue nächste Woche. Oder nächste Mal. Kannst du mir ja zwischenzeitlich in Discord checken. Genau. Gut. Oder wir können es jetzt halt noch gerade machen, so als Abschluss. Ja gut, also du castest Identify auf die Statue, du merkst, dass die von einer Transmutationsmagie erfüllt ist und diese Augen, die sie hat,
sozusagen als Animationsobjekt dient. Das Passwort erfahre ich durch den Zauber nicht? Nein. Ja, also einfach. Okay, alles klar. Mit Dispel Magic los. Vielleicht können wir mit Dispel Magic loswerden, den Zauber, aber das ist eine andere Geschichte. Das kann ich sogar. Ich auch. Kurze Frage an den Spielleiter. Was soll ich für den Preis für den Arcane Focus nehmen? Weil ich habe Crystal Orb Rod Stuff Wand, aber keinen Ring. Ja, dann nimm einen Goldring und klatsch dann nochmal so Sommer drauf. Gut. Dann krieg ich einfach Ring. So, jetzt muss ich immer bloß kurz auf die Toilette. Bin gleich wieder da. Gut, dann können wir es jetzt hier gerade mal beenden dann. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.